Hallo und schön, dass du wieder da bist zu einer weiteren Folge auf Breyers Blog. Heute gibt es wieder ein Video aus meinem Büro. Wir wollen uns heute wieder damit beschäftigen, analoge Medien zu digitalisieren. Heute sind die Negative dran. Negative abfotografieren heißt auch der Titel des Videos. Zu dem Thema analoge Medien digitalisieren gibt es auf diesem Kanal bereits zwei Videos. Im ersten Video haben wir normale Papierbilder digitalisiert, so 10x15. Im zweiten haben wir uns mit Dias beschäftigt, sowohl die Kleinbild-Dias als auch so 6x6-Dias aus dem Mittelformat. Und heute geht es um die Negative. So. Die Negative digitalisieren, das ist ja so mehr oder weniger das Gleiche, oder zumindest von der Digitalisierung her, von der Hardware, die man braucht, ist das Gleiche wie bei den Negativen. Wie bei den Dias. Wir haben dazu hier unser Leuchtpult mit so einer Pappe oben drauf, mit so einer Maske da drin, das Stativ mit der drehbaren Mittelsäule. So, also das ist im Prinzip das Gleiche. Ich verlinke darum das Video auch nochmal oben in der Ecke, damit ihr da gleich rauf gucken könnt, wenn ihr euch das erstmal anschauen wollt. Ansonsten ist es auch unten drunter in der Beschreibung verlinkt. So, gibt jetzt allerdings eine Kleinigkeit, die hat sich geändert zu dem Video über die Dias. Und zwar habe ich ein neues Objektiv. Und zwar so ein kleines, handliches 35mm Objektiv, Blende 2,8. Das ist von der Firma Samyang. Ist, ja, schöner Formfaktor, ne? Schön klein und wirkt an der großen Kamera schon fast ein bisschen deplatziert. Aber warum habe ich das? Ich hatte da ja schon mal erklärt, als ich die Dias digitalisiert habe, dass es nicht gut ist, wenn man Objektive hat, die so sehr lang sind. Ne? Also, kürzere Objektive sind einfach besser. Genau, und für dieses Objektiv haben wir dann hier unsere Zwischenringe und dann passt das eigentlich auch ziemlich gut. Nun kaufe ich mir so ein Objektiv ja nicht nur wegen einer Sache, also jetzt nur damit ich jetzt hier die Negative oder Dias digitalisieren kann. Dieses 35mm Objektiv ist auch weiterhin noch dafür gedacht, wenn ich mal in die Stadt gehe, ein bisschen Street-Fotografie mache, dann ist es halt wirklich, man sieht eigentlich, wenn man jetzt nur diesen Käfig hier auch noch abbaut, dann sieht man eigentlich fast gar nicht mehr, dass man eine Kamera in der Hand hat. Ne? So, das ist das eine. Und zum anderen ist es so, ich habe einen ganz, ganz kleinen Gimbal, auf dem ist jetzt meine Kompaktkamera montiert. Und dieser Gimbal, der kann halt nur ein Kilo oder 1,2, 1,5 Kilo oder sowas handeln. Und wenn ich dann so ein Monsterobjektiv da vorne drauf habe, dann kann ich damit mit dem Gimbal auch nicht mehr arbeiten. Und so kann ich mit der 35mm, was auch eine relativ schöne Brennweite ist, um damit zu filmen, das Teil auch nochmal auf diesem Gimbal montieren und damit arbeiten. So, nun aber genug zu dem Objektiv. Jetzt kommt das Objektiv hier ab. Dann kommen hier die, ja, gucken hier, wo es war. Kommen hier die Zwischenringe drauf, um daraus ein Makro zu machen. Und dann kommt das da drauf. Zack. Und jetzt sind wir schon so weit, dass wir mit dem Abfotografieren der Negative beginnen können. Ich habe zwei alte Negative, Farbnegative rausgesucht und ein altes Schwarz-Weiß-Negativ, das aus der Dunkelkammer noch von mir selber kommt. Die werden wir jetzt abfotografieren. Und ja, und dann das eigentlich Wichtige bei negativen Digitalisieren ist ja dann die Bearbeitung hinterher am Rechner, denn auch in der Digitalkamera habe ich nachher ein Negativ und das muss ich in der Nachbearbeitung erstmal dann in ein Positiv umwandeln. Und das zeige ich euch dann nachher am Bildschirm, wie das funktioniert. Jetzt aber erstmal abfotografieren. So, das erste Negativ. Einmal Mikrofasertuch. Und dann malen wir das Negativ ein bisschen entsprechend hier den Blasebalg bearbeiten. Dann legen wir das auf das Leuchtpult.
Buchbinderpappe in Schwarz darüber, damit kein Streulicht in die Kamera fällt. Gut. Das Ganze wieder mit Zeitauslöser. Blende 11. So ein Negativ, das biegt sich ja auch immer ein bisschen durch. Und von daher nehmen wir eine höhere Blende, damit wir eine bessere Tiefenschärfe haben. So, das war schon das erste Bild. Kann man das beiseite legen. Nehmen das zweite Bild. Muss mal wieder schauen, welches ich da nehmen wollte. Das Hochkantbild war es, genau. Gut, dann haben wir die Zeit wieder etwas, eine Sekunde. Also nochmal, es geht hier nicht darum, im Akkord Negative zu digitalisieren, sondern es geht halt darum, ich habe jetzt ein spezielles Negativ, was ich ganz toll finde oder wo Erinnerungen dran hängen, und dieses Einzelne möchte ich halt mal digitalisieren. Also wenn man das Ganze in Masse machen möchte, dafür gibt es halt andere Lösungen, die aber dann auch manchmal qualitativ nicht ganz so toll sind. Na, das muss man auch dazu sagen. Jetzt muss man so, kommt das nächste hier. Das ist jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild aus meiner Dunkelkammerzeit. So, dann haben wir drei Negative abfotografiert und jetzt geht es an den Rechner, um aus diesen Negativen dann entsprechend Positive zu machen. So, also wir haben jetzt, sehen jetzt hier diese Bilder und wie macht man jetzt aus so einem Negativ entsprechend ein Positiv? Also, prinzipiell geht es relativ einfach. Wir haben hier unten in diesem Bereich hier die sogenannten Kurven. Und diese Kurven sind aufgeschlüsselt nach RGB, Luma, Rot, Grün und Blau. Und da geht man auf den Bereich RGB und zieht einfach diese Regler hier, diese Punkte, die einmal nach oben und unten gerichtet sind hier, einmal oben und einmal unten in der Ecke, die zieht man einfach einmal nach unten und dann wieder nach oben. Und dann zack, hat man aus dem Negativ ein Positiv gemacht. Das ist relativ einfach, ne? Also zurück, so, zack, habe ich wieder mein Negativ. So, das kann man natürlich hier oben auch machen für dieses hier. Also wir nehmen den Regler hier runter und den da hoch. Und dann sehen wir, dass wir ein Positiv haben, das allerdings deutlich farbstichig ist. Und jetzt gehen wir nochmal einmal wieder zurück. Und gucken uns an, woran das liegen kann. Also ist so grün, ne? Türkisstichig irgendwie. Und zwar kennt man das ja von den Negativen, wie das halt früher so war. Man hat hier diesen Rand hier drumherum. Und dieser Rand, der ist so orangefarben. So, und wenn ich jetzt das Bild halt nicht irgendwie farbstichig haben möchte, dann nehme ich mein Tool für den Weißabgleich hier. Und nehme einfach diese Farbe als Grau- oder Weißwert. Zack. So, das haben wir jetzt einmal gemacht. Und jetzt sieht man auch, dass der Rand hier nicht mehr orangefarben ist, ja, sondern grau. So, und dann kann ich hingehen und kann das Ganze nochmal machen. Und dann gehe ich hier wieder ein. Mach das so. Und so. Und dann sehe ich, dass das Ganze schon deutlich weniger farbstichig ist. Sehe ich aber, dass auch hier bei diesem Bild, das ist zu hell. Ja? Und zu hell, also wir müssen jetzt immer ein bisschen überlegen, wie das früher in der Dunkelkammer war. Ne? Also wenn das Negativ zu dunkel ist, dann wird
das Positiv hinterher zu hell. Und entsprechend muss ich jetzt auch mit meinen Reglern hier für die Belichtung arbeiten. Ja, da muss ich nämlich jetzt die Belichtung, wenn es zu hell ist, hochregeln, damit es dunkler wird. So, und ich sehe immer noch, ich habe immer noch so ein, hier in diese grauen Steine, da ist immer noch ein Grünstich drin. Da kann ich nochmal, nehme ich mir nochmal meine Pipette hier, gehe nochmal auf den Stein hier, so, und mache den jetzt dann auch grau. So, jetzt passt das schon eher von den Farben her. So, also Helligkeit hochregeln, dann wird das entsprechende Bild, dann wird das Bild halt entsprechend dunkler. Ne? Ich ziehe den Helligkeitsregler nach oben, aber es wird hier dunkler. Wie früher halt in der Dunkelkammer. Kann man sich vielleicht so ein bisschen merken. Aber trotzdem, dass ich mit Blasebalg und mit Antistatiktuch gearbeitet habe, haben wir hier trotzdem noch entsprechend Flecken drin. Aber das ist ja heute mit den Programmen tatsächlich überhaupt gar kein Problem mehr. Man nimmt sich hier den Berichtigungstool, klickt da einmal drauf und dann ist das Teil auch schon weg. Das geht ja relativ fix, im Gegensatz, wenn man sich überlegt, also wenn irgendwo auf so einem, auf einem negativen Fleck war, das war eine echte Herausforderung. Gut, dann machen wir das Gleiche, was wir hier gemacht haben, mit dem Bild auch. Wir nehmen uns also das, den Weißabgleichstift, gehen dahin, machen unseren Weißabgleich, klicken da einmal in das Orangefarbene hinein, hier hin, gehe dort drauf. Und mache hier genau das Gleiche, indem ich hier mit meinen Schiebereglern das Ganze einmal umkehre. Auch hier ist das Bild wieder deutlich zu hell. Das heißt, ich muss jetzt mit meiner Belichtung nachbelichten. So, Helligkeit ein bisschen. So, können das Teil jetzt mal hier. Rechts drehen. So, dann haben wir es auch ein bisschen schöner hier. So, wir sehen allerdings auch, das ist auch immer noch ein bisschen farbstichig. Auch hier kann ich mir dann eine entsprechend graue Fläche suchen, bei der ich weiß, dass es grau war. Und kann da draufklicken und dann habe ich dann doch endgültig einen Weißabgleich entsprechend durchgeführt. Bei einem Schwarz-Weiß-Negativ ist das Ganze natürlich viel einfacher. Da brauche ich mir über den Weißabgleich keine Gedanken zu machen. Hier drehe ich einfach die Regler der Kurve, RGB-Kurve um und habe dann mein Positiv. Auch hier kann ich die Belichtung wieder hochziehen, damit es ein bisschen dunkler wird. Kann hier hinten mit den RGB-Tonwerten ein bisschen rumspielen, um ein bisschen mehr Kontrast da reinzukriegen. So, und dann habe ich im Prinzip aus meinen Negativen ein Positiv gemacht. Sowohl was die Farbnegative angeht, als auch was das Schwarz-Weiß-Negativ angeht. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, das Video, und gezeigt, euch ein bisschen gezeigt, wie man das am besten macht. Und ja, wäre schön, wenn es euch gefallen hat und ihr ein bisschen was gelernt habt, wenn ihr mir ein Like da lasst. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen möchtet. Hier geht es ja nicht nur um Fotografie, sondern auch um den Bereich Outdoor und Reise. Das nächste Video wird dann wahrscheinlich wieder etwas über eine Reise sein, die wir machen. Wäre schön, wenn ich euch demnächst hier auf dem Kanal wieder begrüßen könnte. Bis demnächst und tschüss.